traumhaft dort. Wir mussten unbedingt 2 Nächte dort bleiben und heute Morgen nochmal im See schwimmen. Und an den 2 Tagen war es so, dass sogar morgens die Letten kamen, sind eine Runde geschwommen, haben gegrüßt und abends kamen sie wieder und sind nochmal eine Runde geschwommen. Und dann hat man sich immer zugewunken. Es wird gerade ein bisschen holprig, weil wir in die Baustelle gekommen sind. Aber ihr hört mich noch, ne? Ja, weil jetzt haben wir es endlich geschafft, uns zu lösen und sind auf dem Weg nach Estland. Wir sind Melanie und Uwe. Schon seit 1990 reisen wir immer mal wieder Teile von Europa. Dabei haben wir die verschiedensten Camping-Variationen ausprobiert. Nun geht es weiter in unserem selbst ausgebauten Van zusammen mit unserem Hund Cooper. Wir haben noch einen kleinen Nachtrag zu machen. Wir haben nämlich völlig vergessen, im letzten Video das Resümee von Riga euch zu erzählen. Ja, Riga war top. Riga war spitze. Wir haben das Holocaust-Museum besucht. Das war kostenfrei und richtig gut aufgezogen. Ja, dann haben wir noch den Markt besucht. Dieser Markt ist so riesig, das kann man sich ja überhaupt gar nicht vorstellen. Nicht nur Außenstände en masse, sondern auch noch 3 verschiedene Hallen. Ja, genau. Und ich habe gelesen, dass am Tag bis zu 30.000 Besucher diesen Markt besuchen. Das ist unglaublich. Ja, was gab es noch zu sehen? Ja, die Bremer Stadtmusikanten. Ja, genau. Wer nämlich mal die Bremer Stadtmusikanten sehen möchte, der muss nicht extra bis nach Bremen fahren. Nein. Der kann auch nach Riga kommen. Reicht völlig. Ja. Ja, aber das unser absolutes Highlight in Riga war natürlich Mr. und Mrs. Beer. So eine coole Kneipe. Ja. Echt Wahnsinn. Ihr habt es gesehen im letzten Video, das war so cool. Und die Musik war so spitze, die durften wir ja leider nicht verwenden im Video. Das wir ist mussten nicht erlaubt. Ja. Die andere nehmen, aber es war total spitze. So, aber jetzt wollen wir einen Kaffee trinken. Ja, ein bisschen frühstücken. Heute gibt es mal Himbeeren auf meinem Porch. Wir befinden uns jetzt in Valga, das ist ein zweigeteilter Ort. Die eine Hälfte befindet sich in Lettland und die andere in Estland. Das ist die Grenze. Das ist die Grenze. Guck mal, hier kann man gut einkaufen. Primi. 300 Metern rechts abbiegen auf Sepa. So, das war's. Wir sind in Estland. Wir machen gerade Pause am Peipussee. Das ist ein riesengroßer See in Estland und wird auch gerne als Meer bezeichnet, weil der ist tatsächlich 10-mal so groß wie der Bodensee. Ja, und der Peipussee, den teilt sich Russland und Estland. Und da drüben irgendwo ist Russland. Man kann das andere Ufer gar nicht sehen, so groß ist es. Aber eigentlich wollten wir unser Fazit zu Lettland noch kurz sagen. Ja, Lettland hat uns im Großen und Ganzen gut gefallen. Wir haben ehrlich gesagt nicht allzu viel gesehen. Aber das, was wir gesehen haben, das hat uns sehr gut gefallen. Und auch das Freistehen ist in Lettland genauso wie in Litauen und in Polen möglich, ohne Probleme. Es gibt wunderschöne Stellplätze, ja. Alles prima. Und der schönste war an dem Gauja-Fluss. Da haben wir oberhalb gestanden auf einem großen Platz mit 2 großen Feuerstellen in der Mitte und da gab es auch Lagerfeuer abends und da haben wir mit ein paar Leuten aus den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland zusammengestanden und es war wirklich wunderschön. Wobei ich das noch korrigieren muss, es war nicht der schönste Platz. Der schönste Platz war nämlich der letzte mit den Stegen und wo man an dem See, wo wir lange gestanden haben und immer ins Wasser gegangen sind. Ich würde fast sagen, es war der tollste Platz auf der gesamten Reise bis jetzt, weil uns einfach der See so gut gefallen hat mit den Stegen, alles sehr gepflegt, Mülleimer, Feuerstelle, Feuerholz, alles da. Genau. Es war wirklich toll. Ja, zu den Straßen könnte man noch sagen, sind ähnlich wie in Litauen. Sehr gut alles ausgebaut und manchmal wird also auch die Hauptstraße zur Gravel Road. Ja, ist halt so. Thank you.
zwischen dem Geglitzer, das ist Uwe. Na kommt da, glaub. Ist einfach nur 1 Kilometer hin und her gelaufen, schwimmen war nicht viel. So sieht das dann aus, wenn wir vom Strand kommen. Komplett voller Sand und man kann sich halt dahinter abduschen. Das hier ist die Burgruine Neuschloss. Also praktisch gegenüber von der Fahne. Ja, so dicht wie hier waren wir jetzt noch nie an Russland dran. Drüben ist Russland. Der Fluss hier zwischen ist die Grenze. In der Mitte sieht man die Bojen vielleicht. Das ist die Grenze, die genaue Grenze. Wenn's mal schnell gehen soll. Gruß an meine Turnerinnen. Ich zeige euch hier nochmal einen von diesen typischen Zeltplätzen hier in Estland, wo du einfach hingehen kannst. Da kannst du aber nicht mit dem Auto hin. Und dann kannst du hier einfach hingehen, dein Zelt aufbauen oder kannst sogar hier zum Beispiel in dieser Hütte schlafen. Hier ist immer ein Grill, großer Tisch, Holzvorrat. Da hinten ist die Toilette. Ja, und hier zeige ich euch jetzt noch die Hütte. Die sind alle nicht verschlossen. Ist auch eine Feuerstelle drin oder ein Grill sogar. Dann kann man hier einfach drin übernachten. Hier geht jetzt dieser Wanderweg weiter durchs Sumpfgebiet. Da gehen wir aber jetzt nicht mehr lang. Hier 200 Meter hinter mir gibt es einen Punkt. Da gibt es eine Sage, die sagt, 15. Jahrhundert ungefähr, haben sich dort die Schweden verschanzt gegen die Russen und die letzten aus dem Rückzug, der letzte, der sich da verschanzt hatte, hat sich zu einem Adler verwandelt und hat sich am Rande des Sumpfes niedergelassen. Die zweite Sage sagt, im Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen hier und haben eine Straße gesucht, die auf der Karte eingezeichnet war, haben sie aber nicht gefunden, weil der Sumpf diese Straße schon lange verschluckt hatte. Dieses Gebiet ist auch für wilde Tiere bekannt. Aber wir sind weder dem Herrn Dachs noch dem Herrn Bär begegnet. Nur den kleinen Brüdern. Und die gab es jede Menge. Blaubären. Ja, es gibt auch noch viel Heidekraut hier. Und Pilze. Aber wir haben schon gegessen. Schade. Hallo, wir sind jetzt hier in Kuramä und wollen ein Kloster besichtigen. Das Gebäude dahinter mir war ursprünglich mal ein Krankenhaus. Ja, und jetzt ist es eine Bibliothek. Das ist die Brücke nach Russland, praktisch der Grenzübergang. Und da drüben sieht man die Grenzkontrollen. Die LKW stehen schon ziemlich lange da. Hier sieht man mal die EU-Seite. Also die Autos, die da jetzt stehen, die sind alle aus Russland gekommen.
Das sind die Kasematten von Nava, noch unrestauriert. Und hier, bis dahin hat man sie schon restauriert. Morgen! Wir stehen immer noch in der Nähe von Nava, also immer noch sehr grenznah, aber an der Küste diesmal. Es hatte ja gestern geregnet, deswegen waren hier gestern sehr, sehr viele Mücken. Ja, und heute ist Sonntag und es wird richtig gefrühstückt, so richtig mit Brötchen und Marmelade und Eier und weiß gar nicht, Schinken, Wurst und Käse. Ich freue mich. Ich bin gerade dabei, das Frühstück zu richten. Guten Morgen! Oh, schon leer. Na, ich denke mal, witterungsbedingt wird hier wahrscheinlich manchmal so richtig Wasser runterstürzen als Wasserfall. Vielleicht hat Uwe ein Rinnsal gesehen. Wollen wir mal schauen. Ja, da ich mit dem Cooper da hinten diese Treppe nicht runtergehen konnte, was nämlich alles so Gitterstufen sind, grobe, ist Uwe da jetzt alleine runtergelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr den eventuell grob erahnen könnt. Ja, da geht's wieder hoch. Da bin ich eben runtergekommen und jetzt geht's auch wieder hoch. Es waren immerhin 320 Stufen hinunter zum Strand. Dieser steinige Strand mit den Steinhaufen. Naja, was hat sich gelohnt? Und die 320 Stufen wieder hoch, die haben wir einfach mal als Workout betrachtet. Und zwar abwechselnd. Erst natürlich Uwe und dann ich, weil der Hund konnte da ja nicht runter. Jetzt geht's zum Dolse Linus. Auf dem Weg zum Dolse Castle. Linus. Linus? Dolse Linus. Ah, Dolse Linus, okay. Wolfsburg wurde 1471 gebaut.
Wir sind jetzt im Lahoma Nationalpark und gehen einen kleinen Biber Trail. Sind aber auch gespannt, ob wir einen Biber sehen. Die ersten Biberspuren, auch wenn sie schon ziemlich alt sind. Die hat den Biber verscheucht, wir haben keinen gesehen. Sind das vielleicht Biberköttel? Da ist der dosende Wasserfall und da oben, da steht Uwe. Wir haben heute mal wieder einen kleinen Arbeitstag eingelegt. Melanie ist gerade duschen. Hier im Hafen von Tallinn, also ein ganz kleiner Hafen, etwas außerhalb von Tallinn. Da gibt es ein Café und da kann man für 2 Euro duschen gehen. Super Dusche, yeah! Und ich habe in der Zwischenzeit schon mal unsere Wäsche zusammengesucht. Wir müssen nämlich gleich auch noch Wäsche waschen. Wird wohl nicht für eine Maschine reichen, werden wohl 2 oder 3 werden. Ja, und dann müssen wir noch ein Video schneiden und einkaufen müssen wir auch noch. Dann wollen wir uns ja morgen Tallinn angucken. Und übermorgen wollen wir versuchen, überzusetzen nach Helsinki. Mal gucken, ob das so klappt. Das ist wirklich klasse hier im Sailor's Home. Super Toilette, Umkleideraum, Sauna sogar, wenn man möchte. Und diese 2 Duschen. Rechts und links. Richtig klasse. Alles für 2 Euro. Na, was meint ihr? Wie viele Waschmaschinen sind das? 2 oder 3? Die Maschinen laufen. 3 Stück haben wir benutzt. Und Gott sei Dank waren 2 Österreicher hier, die uns geholfen haben. Sonst hätten wir das wahrscheinlich wieder nicht geregelt gekriegt hier mit dem ganzen Automat und wie das alles funktioniert. Ich glaube, einmal haben wir schon umsonst bezahlt, ohne dass was passiert ist. Die Wäsche ist im Trockner. Ja, wir sind jetzt in Tallinn und stehen hier am Hafen und da hinten im Hintergrund sieht man schon die alten Schiffe und wir gehen jetzt in das Schiffsmuseum. Rises.
Melanie als Wachposten. Wir sind jetzt hier am alten Sowjettheater. Guten Morgen, der letzte Kaffee in Estland. Wir fahren heute Nachmittag mit der Fähre nach Helsinki. Ja, wir haben hier einen wunderschönen, nein, gar nicht wahr, wir haben einen guten Übernachtungsplatz gefunden, mitten in Tallinn, direkt am alten Hafen. Hier kann man, wenn die Büsche nicht wären, könnte man die alten Schiffe sehen. Das ist ein Schiffsmuseum sozusagen. Und schön ist der Platz allerdings nicht, da vorne ist eine Baustelle. Das ist aber nur tagsüber interessant. Nachts ist es hier ruhig. Guten Morgen auch von mir. Und sogleich das Resümee zu Tallinn. Also der Hafenbereich hat mir ziemlich gut gefallen. Vor allem, weil alte Schiffe zu besichtigen sind. Eines davon ist dann bezahlpflichtig. Das ist aber auch ein super altes Schiff und gleichzeitig Museum. Alle anderen kann man umsonst rein. Ja. Übrigens hat mir das übrigens auch gut gefallen. Ja, die ganze Hafenregion ist total schön aufgezogen. Ne? Ja, ansonsten haben wir uns das alte Gefängnis angeguckt. Da kommt man auch umsonst rein, beziehungsweise kostenfrei rein. Man kann einfach durchlaufen, dran vorbeilaufen. Man kommt jetzt nicht in die Zellen oder so rein, aber durch den Innenhof. Melanie war auf einen dieser Wachtürme drauf und konnte in diesen extra Bereich da reingucken, wahrscheinlich so für einen Schwerverbrecher, keine Ahnung. Das war schon interessant, kann man nicht anders sagen. Und ja. Das alte Sowjettheater haben wir uns auch angeschaut. Das war auch beeindruckend groß vor allen Dingen. Ja, riesig. Ein riesen Betonklotz, Betongebäude, aber hat schon irgendwas. Und gleichzeitig hatte man eine super Aussicht auf die Stadt. Genau. Ja, apropos Stadt, wir haben uns nur die Altstadt angeschaut.
weil wir hatten schon fast 2 Kilometer zu laufen bis zur Altstadt und haben dann eben uns da aufgehalten. Also die ganze Stadt Tallinn zu besichtigen, das wäre halt irgendwie unmöglich gewesen für uns. Aber die Altstadt hat uns richtig gefallen. Super schöne Ecken, Gassen, ja, wie man es im Video gesehen hat. Toll.